bin ich in Sacco angekommen. Und ich starte jetzt hier meine heutige Wanderung. Riesige Fabriken hier im Dorf. War ja früher auch eine sehr bekannte Stadt für Spielautomaten hergestellt, also Spielmusikautomaten, so muss ich sagen. Aber heute ist alles verschwunden, es gibt das nicht mehr hier oben. Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Soeben habe ich jetzt Saint-Croix verlassen. Ich hatte ganz eine schöne Fahrt hierhin. Schöne Fernsicht in die Berge. Ihr habt es ja am Anfang gesehen. Ja, heute geht meine Tour auf den Le Chasseron. Ein Berg hier im Jura. Von dort wollte ich eigentlich weiter durch eine Schlucht absteigen. Da habe ich jetzt aber erst heute Morgen erfahren, dass dieser Weg den ganzen April gesperrt ist. So muss ich mir jetzt dann noch überlegen, wo ich genau absteige. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen eine schlechte, aber auch gleichzeitig eine gute Nachricht. Ich war vor kurzem im Spital. Ich hatte neurologische Ausfälle. Es hat sich bei mir so ausgewirkt, dass ich leichte Lähmungserscheinungen hatte im linken Bein. Und die gute Nachricht ist, dass ich, wenn ich mich ablenke, so wie jetzt hier beim Wandern, verschwinden quasi meine Symptome. Und ich fühle mich wieder gesund. Ich kann auch sehr gut gehen. Sobald ich mich aber wieder nicht irgendwie ablenken lasse, kommen leider diese Symptome wieder zurück. Ich muss jetzt einfach schauen, wie es weitergeht. Aber ich bin eigentlich voll großer Zuversicht, dass ich das schaffen werde mit Therapie und so weiter, das wieder in den Griff zu kriegen. Ja, dann wünsche ich euch gute Unterhaltung auf diesem Wanderweg von heute.
heute Morgen ist ein ganz steiler Aufstieg da. Aber ich habe viel Zeit und kann es so gemütlich nehmen. Übrigens, von hier unten komme ich jetzt her. Heute war ich jetzt auch zum letzten Mal in Sacro. Ich kann jetzt dieses Dorf auch abstreichen. Da hier wollen sie mich jetzt quälen mit dem Aufstieg. Wirklich steil. Aber auch das schaffe ich. Sogar noch ein wenig Schnee. Der erste kleine Ausblick ins Tal runter. Und hier geht es jetzt weiter hoch. An diesem Punkt befinde ich mich schon auf 1381 Meter über Meer. Hier einen Blick Richtung Rhonetal. Das Tal dort vor dem Altschiff hoch. Und jetzt geht's noch von da weiter hoch. Da vorne sieht man sogar noch den Genfersee. Heute wirklich sehr, sehr schöne Weitsicht. Ich befinde mich schon auf 1457 Meter über Meer. Da vorne der Genfersee. Und hier geht es jetzt noch rauf auf diesen Hügel. Geschafft. Da doch noch ein wenig Schnee. Hier sind ganz viele Krokusse. Leider noch geschlossen. So schade. Ein bisschen zu früh. Aber jetzt. Sonst auch irrsinnig schön. Ich bin zwar noch nicht ganz oben, aber schon von hier. Diese Aussicht, das ist einfach schön. Da unten der Neuenburgersee, Hintergrund die Schweizer Alpen. Sehr, sehr stark windig. Aussicht auf den Jura. Und hier in diesem Tal runter. Da war ich ja das letzte Mal unterwegs. Und ein bisschen weiter im Hintergrund, pardon, ist die Schweizer Grenze. Und dahinter Frankreich. Nochmal eine Rundumsicht. Weit unten im Tal ist Sacro und da hier vorne, etwa hier durch, geht die Grenze Richtung Genfersee. Rhonetal. Und da hier unten kommt jetzt wieder der Neuenburgersee in Sicht. So, jetzt muss ich da noch ganz hoch, ist nicht mehr so weit, aber ein ganz starker Wind zwischendurch, das wehrt mich fast um. Schaut euch diese Weite an! So schön! Übrigens hier oben führt auch der
Europa-Fernwanderweg E4 durch. Kommt jetzt der Sender in Sicht. Es hat nur noch ganz, ganz wenig Schnee. Da unten bei diesem Dorf bin ich das letzte Mal durchgekommen auf meiner Wanderung. Das da vorne ist jetzt der Hauptgipfel der Chasse Hohn. Diese Ausblick ist einfach wirklich schön. Da hier unten, da ist Yverdon-le-Bain. Den Punkt erreicht von meiner heutigen Wanderung. Bin auf dem Le Chasse Hohn angekommen. Schön, eine grandiose Aussicht da oben. Da ganz vorne, hier ungefähr da, ist der Genfersee, die Alpen. Da unten der Neuenburger See. Hier über diese Seite werde ich jetzt dann absteigen. Und jetzt gehen wir da noch ein bisschen nach oben. Um noch auf diese Seite da runter zu schauen. Da hier drüben. Da ungefähr bin ich letztes Mal auch durchgekommen. Da sieht man weit nach Frankreich rein. Auch dieses Dorf habe ich besucht letztes Mal. War wirklich auch eine schöne Wanderung. Das ist der Le Chasse Hohn. Schön. An dieser Stelle da muss ich jetzt einen anderen Weg nehmen als den geplanten, weil die Schlucht da vorne geschlossen ist. Aber das macht ja auch nichts, es geht dann ein andermal, da führt die Schlucht hoch. Übrigens, von hier oben, da bin ich jetzt gerade runtergekommen. Jetzt habe ich da eine ganz große Ebene erreicht. Das gibt es noch recht häufig da im Jura. Da hat es doch jetzt noch ziemlich Schnee.
alpische Jura-Gegend. Da sieht man jetzt schön ins Val d'Aver runter. Das da vorne, ich bin nicht ganz sicher, was es ist. Ich schaue dann noch nach und werde es unten hinschreiben. Wieder mal eine Rundumsicht. Da oben, diese Spitze, dort war ich vorher. Das ist eine Chasse hoch. Da vorne bin ich runtergekommen. Normalerweise wäre ich über diesen Hügelzug hier vorne rübergegangen und dann weiter vorne durch diese Schlucht ins Tal abgestiegen. Aber leider ist diese Schlucht geschlossen und ich kann das dann später mal nachholen, wenn sie wieder offen ist. Von da hier oben bin ich jetzt runtergekommen. Und jetzt geht es da diese Ebene runter da. Und da vorne bei diesem Haus, wo man da sieht, jetzt dann links runter. Hier bin ich übrigens noch im Kanton Watt und nach dem Haus, dort beim Abstieg, komme ich dann in den Kanton Neuenburg. Da befinde ich mich jetzt an der Kantonsgrenze. Hier ist noch der Kanton Watt. Schön da diese Mauer entlang. Und jetzt bin ich schon im Kanton Neuenburg. Und da oben komme ich jetzt her. Und jetzt geht mein Weg hier wieder weiter. Flörie in sich da unten. Oh, schön. Letztes Mal bin ich übrigens über diesen Hügelzug hier runtergekommen. Da oben sieht man ja noch ein Haus. Da. Dort ging mein Wanderweg vorbei. Da war noch alles voll mit Schnee. Und jetzt hat es fast keinen oder überhaupt keinen mehr dort an dieser Seite. So, ich gehe jetzt hier weiter an der Grenze entlang, Kantonsgrenze. Hier auf der rechten Seite, der anderen Seite von diesem Zaun, geht die Grenze durch. Und da vorne bei diesem Skilift geht die Grenze dann rechts vom Weg weg. War auch hier und zwar 1765 hat er da auch eine Wanderung unternommen. Hier ist noch eine Bikerpiste. Da ziemlich steil runter. So, ich möchte da nicht fahren über solche Schanzen. Und dann hier runter. Nein, da gehe ich dann schon lieber hier, auch wenn es da ziemlich steil ist. Das da ist ganz ein interessanter Brunnen. Der hat nämlich ein Versteck. Wenn ich hier oben jetzt dieses Verschluss hier öffne, das kommt zum Vorschein. Die grüne Fee. Das ist ein Schnaps, der hier in diesem Tal gebrannt wird. Und
noch nicht, ja, so vor allzu langer Zeit war dieser Schnaps verboten. Und so hat man zum Teil in den Wäldern ihn in so Bäumen versteckt, mit so einem, ja, kleinen Türchen, das wirklich von draußen fast nicht sichtbar war. Heute kann ihn jedermann kaufen da und auch trinken. Da habe ich jetzt wieder einen ziemlich steilen Abstieg hinter mir. Aber jetzt komme ich in das flachere Teilstück runter und sehe, wahrscheinlich bin ich schon bald ganz unten. Geht wahrscheinlich nicht mehr so lange. Ich sollte im Dorf Butte, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ankommen. Das ist noch die letzte Bahnstation hier, dann hört auch die Bahn auf. Geht dann nicht mehr weiter durch das Tal. Und von da unten gehe ich dann Richtung Neuenburg. Es hat immer noch ganz, ganz wenig Schnee, aber nicht mehr so viel. Da unten ist mein Ziel. Butte. Doch noch ziemlich einen steilen Abstieg hier. Aber das schaffe ich jetzt auch noch. Ich habe es jetzt dann geschafft. Ich bin jetzt dann unten. Wenn ich zurückschaue, es war eine sehr interessante Wanderung mit exzellenter Aussicht Richtung Frankreich und Richtung Alpen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mich heute sehr gestört hat, war dieser kräftige Wind oben. Der war so heftig, dass er mich zum Teil fast, ja, umgeblasen hat. Zu meiner Leistung. Ich bin sehr zufrieden. Ich muss aber sagen, es war für mich heute sehr anstrengend. Und ich bin jetzt dann ehrlich froh, wenn ich am Bahnhof ankomme. Ich habe schon jetzt beim Abstieg ein bisschen Probleme gehabt am linken Bein. Und sicher auch durch die Müdigkeit. Und jetzt kann ich ja dann nach Hause fahren und dann wird das schon. Ja, das letzte Mal kam ich hier über diesen Hügelzug und da vorne ging es dann runter. Ich bin wirklich schon sehr zufrieden, auch mit dem Wetter. Ich hatte keinen Regen und das war die Hauptsache. Auf verschiedene Wege, sehr viel, zum Glück heute Naturwege. So, ich habe den Bahnhof erreicht. Ich bin jetzt wirklich froh. Und da, in diesem Berg, da bin ich jetzt runtergekommen. Da war ich jetzt auch ein Teil vom Jura.